3, 2, 1 und ja, es läuft. Wir sind auf Sendung. Ja, moin moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung. Heute mal aus einem ganz anderen Setting hier in Marienkopf Z. Das ein amerikanisches Auto ist. Ja, Vorwort. Hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt, auch bedingt die Abonnenten, die so meine Videos kennen und den ganzen Scheiß so ein bisschen verfolgen, wie ich ticke, wie ich denke, wie ich bin. Hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt: Ey, Alle, du wirst ein amerikanisches Auto fahren. Ich hätte für bekloppt erklärt. Ja gut, nur fahre ich so ein Teil. Ist aber nicht das, wo ich drauf hinaus möchte oder will oder sonst irgendetwas. Wie kennst du die ganzen Corona-Scheiße? Oh, Corona, du geiles, tolles Vibe. Was? Habe ich das gesagt? Habe ich das gerade gesungen? Habe ich das gerade gesungen? Ja, ich denke mal, nun ist auch mittlerweile an der Zeit, wo auch selbst ich langsam die Krise kriege und mich hier besser dazu äußere. Was ich auch so hammergeil finde, ist so halt, ich habe es in den Massenmedien irgendwie mitbekommen, von wegen Handy-Displays sind absolut giftig und, ach, giftig ist ja schon gefährlich, weil wegen Bakterien und bla 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 bla. Was ist mit Lenkrad eines Kfz, Türschlösser von Häusern, vom Auto und so? Was ist denn da? Was ist denn hier alles drauf für ein Gift und so? Ja, faszinierend, da denke keiner drüber nach. Anbei, ich bin absolut reinlicher Mensch und ich ja, habe jetzt vom Karfreitag Freitag mein Auto so wieder poliert, gewaschen, Lenkrad sauber gemacht, Türgriffe sauber gemacht, auch ein bisschen, wie heißt das schon mal? Mensch, dieses Silikonspray in die Türschlösser reingetüdelt, so ein bisschen, dass es halt immer flutscht und so, ne? Dass wir auch im Winter kein Problem kriegen. Auch die Dichtung und so ein bisschen halt, ne? Pflegen, pflegen, pflegen. Ja, Corona. Corona, Corona, Corona. Oh, Corona, du geiles Weib. Ich will dich wohl gerne ficken. Wie ihr wisst, ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich hau es so raus, wie ich es raushaue. Was ich auch immer faszinierend finde, ist ja. Ich war gestern bei uns hier im Kombi einkaufen und stand hier so eine sicherheitsbeauftragte Tante da. Gut, ich glaube, die war auch ziemlich gestresst. Ich war gestern Abend, ich gehe generell jetzt nur nach abends oder nachts einkaufen. Ich weiß nicht, hier im norddeutschen Raum, also ich rede jetzt von Ostfriesland und so, ich kann Netto empfehlen und ich denke mal, ich will jetzt langsam zum Netto-Kunden, weil da gibt es keine Einkaufswagenpflicht und so ein Shit hier. Drei alte Dördör, ne? Ja, ne. Da kann ich so reinflitzen, wie gut der ist. Der wird man auch als Mensch so behandelt. Ja, auf jeden Fall ich da reingeflitzt. Und ich weiß, ich hatte gestern eh eine ziemlich schräg, eine meiner schrägen Launen wieder so. Und da, ich gehe da so als Trotz und als Rebell, ja, so wie Mama und Papa mich so erzogen haben. Anbei meinen Eltern, die haben es schon richtig gemacht. Ja, meine Eltern sind eh aufgewachte Menschen gewesen. Bin ich jetzt auch. Ja. Von nichts kommt nichts. Und ja, wie gesagt, dann da rein und dann die Tante so, die Sicherheitsbeauftragte, die möchte gern Security, Sicherheits, bla bla bla. Ja, dann muss ich desinfiziert werden. Ich so, ihr vorher, ich bin schon verseucht. Nimm meine Hand und leck meine Hand ab. Die wurde richtig. Man konnte sie nicht auch. Ja, ihr wisst ja, ich trage ja Barretto. Also die hat mich. Ich denke mal, sie hat mich definitiv nicht einklassifizieren können. Was ist das jetzt? Ist das ein Reichsbürger? Ist das ein Verschwörungstheoretiker? Ja, Verschwörungstheoretiker. Ja, und ihre Augen, das waren faszinierend. Also, die hat mich am liebsten getötet. Sie hat mich am liebsten gekillt, wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht, was sie getan hat. Ja, ich hat Flossen abgelegt. Ich wollte weiter rein. Dann greift sie mir in den Einkaufswagen und. Das muss desinfiziert werden. Ja, jetzt habe ich, hab ihn doch. Ich habe ihn doch erwischt. Ich dann noch laut lachend rein. Dachte mir so. Wisst ihr, wie ich mich so ein bisschen gewissermaßen fühle? Ich habe heute auch noch mit meinen Eltern telefoniert. Ja, ihr blöden hier Politiker-Hurensöhne, ihr Spastis. Ja, wisst ihr, was geil ist? Dass ich jetzt, ich habe hier einen scheiß Kfz, ich verfüge um Kfz, aber kann nicht mehr zu meinen verfickten Eltern fahren, weil ihr Huren so irgendwelche blöden Ausgangsbeschränkungen macht. Ihr fickt euch, ich tu's trotzdem. Ja? Auch nochmal, ihr wisst ja, ich springe von einem Thema zum anderen Thema. Ich bin gelernter Gärtner im hier Zierpflanzenbau.
Und 1998, da habe ich eine Ausbildung gemacht, wie so ziemlich jeder wahrscheinlich, oder was weiß ich, zum Geier. Und oh, ich habe einen Brand noch im. Ups. Ja, ich vergessen Abend noch Party. Oh, ja. Ach, ich vergessen Abend raus. Ach du Scheiße, ich war gar nicht im Haus. Eieieiei. Nee, und ich musste dann halt, weil einer unserer ja, Mitarbeiter Mist gebaut hat, ich muss dann halt in der Firma musste ich dann halt länger Praktikum machen. Und dann tüdelte er dann halt sein Schlauchgerät, das ist eine große Gärtnerei, tüdelt seine Schlauchsysteme aus und pumpt da was ins Gewächshaus rein. So, was ist denn das da? Ja, CO2, ne, weil da wachsen Pflanzen besser und so und bla bla. CO2, ja, was machen wir da? Was machen die? Ja, der hat da CO2 reingepumpt, ne? Und ja, sehr, und jetzt ist das CO2 böse? Wollt ihr mich verkackeiern? Ja, ich bin Gärtner, also ich weiß, was Sache ist. So, fick die Henne, ich staub den Scheiß sowieso nicht. Ja, ich war schon mal Rebell. Ich bin Verschwörungstheoretiker. Glaub bloß nicht, was ich sage. Glaub da bloß nicht dran. Ich bin total nicht Mainstream-konform. Gott, ich hasse Anglizismen. Aber ich verwende sie trotzdem. Ja, ich war ja auch im amerikanischen Auto, ne? Chrysler Neon. Chrysler Neon. Chrysler Neon. Egal, wie man es ausdrückt. Anbei der verdammt kleine Außenspiegel. Das ist zum Kotzen. Ich reg mich über das Auto auf. Ist aber ein tolles Auto. Ich mag ihn. Ich mag ihn mittlerweile. Ja, also, der Lüde 3A, der Dörde. Ich habe überlegt, ich habe noch einen ABC-Kampfschutzanzug der Russen hier. Also von der russischen Armee. Auch noch eine Gasmaske. Gasmaske. Ich gehe mal nach Auschwitz zum Auschwitzen. Wer hat das gesagt? Habe ich das gesagt? Habe ich das, Alter, habe ich das echt gesagt? Das war jetzt überhaupt, also sowas von politisch inkorrekt. Also inkorrekter geht es gar nicht mehr. Nee, also, ist, jetzt habe ich mal was gesagt. Wie bist du auch Holocaust-Leugner? Wie kann ich drauf eingehen? Egal, was passiert ist. Ich sag mal so, würde ich 1933 gelebt haben, hätten sie mich auch im KZ reingeschmissen, weil ich nicht regelkonform gewesen bin. Anbei, ich möchte auch dazu sagen, was ich mir die letzten Tage so überlegt habe, wie ich mich fühle. Wo meine Urgroßmutter, ich kannte meine Urgroßmutter noch, ich hatte noch eine, ja, Oma Lisi. Auch Oma und Opa, mütterlich und väterlich, also was sie mir erzählt haben, wenn hier wie die Rote Armee, die Kanadier, wie sie am Rummarodieren waren, ja, unsere Frauen gefickt haben, mit Flammenwerfern von Haus zu Haus und dann im Rhein gehalten so, enthaust die Deutschen, macht die Deutschen kaputt, bla bla, seit 30-jährigen Krieg und so, bam, yeah, was geht ab, ist geil, ja. Ich fühle mich wie meine Urgroßmutter 1933, ja. Wo sie so sagt, ja, ein großer Sturm wird kommen. Hitler kam an die Macht, das Böse, die Dunkelheit, die Nacht kommt. So fühle ich mich gerade auch. Ich fühle mich wie meine Urgroßmutter oder meine Großeltern, die auch mich damals schon davor gewarnt haben, was passiert, wenn ein faschistisches Regime die Macht übernimmt. Oder wenn da überhaupt die Eliten da oben, ja, spezielle Pyramide, sich uneins sind. Und so fühle ich mich gerade so. Und das merke ich auch irgendwo. Auch wie ich heute mit meinen Eltern telefoniert habe, was ich auch schon erschreckend finde. Also ich bin so ein Mensch, auch gestern Abend, wo ich auf der Party war, Osterfeier. Ne? Ich war mit Freunden Ostern feiern, war auch schön. Auch von meinen Nachbarn habe ich gestern, war auch total schön, hat sie mir noch zwei Ostereier geschenkt. Voll geil, total geil. Ich war auch ein bisschen in den Tränen gerührt oder war den Tränen nahe. Aber wegen halt verfickte Scheiße, wegen der Scheiße kann ich wieder zu meinen Eltern hin. Ah, fick dich, Henne, ey. Es geht schon, geht mir auf gewissermaßen auf die Nüsse. Aber mein Dad sagt auch heute so, du Kalle, du weißt, du bist stark. Du hast die Fähigkeiten, also, ne? Kopf über Wasser halten, klar Schiff bleiben und gut ist. Oh, das kriege ich auch hin. Und auch im entferntesten Bekanntenkreis, Freundeskreis, ja, ich war früher auf den Montagsmahnwachen. Ich war, ja, könnt ihr auch so mal Videos mal so durchtüdeln halt, bla bla. Und der hat immer noch eine rosarote Brille auf. Ja, alles wird geil, alles wird gut, ja, das Licht wird siegen, wir werden siegen, so. Aber ich höre eher darauf, was mein Dad sagt, und er sagt so, ja du, ich glaube, es wird eher dunkler. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich beobachte. Ja, und Corona jetzt, oh, es ist ein schönes
Zepter für die oben, für die Leute da oben. Schönes Machtgehabe. Darth Vader wird sich gerade so richtig schön, Darth Maul oder wie sie eigentlich heißen, die würden sich gerade richtig wohlfühlen hier. Hitler wird auch hier rumspringen, obwohl er auch eine benutzte dumme Marionettensau war. Henry Ford genauso, wie sah er aus, so Ford und USA, geil. Henry Ford war ein Freund von Hitler, das war auch so ein kleiner Faschist, was er drüben in Argentinien da gemacht hat. Ich habe da so ein paar. Egal, wer ein bisschen sucht, der wird's finden. Sucht einfach danach. Ihr wisst, dass Henry Ford auch so ein Faschisten, Hitler, geiler Wichser-Spasti war. Verdammte Ficksau, du willst da mit mir ran? Du kommst nicht schon mit mir ran. Ist nicht so. Verdammt, ich will jetzt kein Auto fahren. Das wäre das so geil. Nee, kann ich. Ich habe gestern, wie gesagt, feiert. Ich habe jetzt echt gut noch einen Kahn. Ich merke es auch. Nee, Autofahren ist es nicht drin. Ja, es gibt Regeln, an die auch ich mich halte. Ne? So, weil wegen halt so ist. Aber ich bin trotzdem ein Rebell und ich, nö. Was so Corona-Fick-Scheiße. Also ich gehe weiter raus. Ich besuche Freunde und ich fahre noch mehr als sonst schon. Na gut, ein Vorteil hatte ich ganz gut. Momentan ist der Sprit relativ gut. So kann auch ich, wo ich jetzt relativ am Existenzminimum lebe, Freischaffner, Freiberufler, Querdenker, ich kann mir das Autofahren so auch mal da ein bisschen leisten. Hey, Mui. Ja. Komische Zeiten, so echt komische Zeiten. Wir müssen aufpassen, wer auch immer hier gewinnt. Oh ja, stimmt, das T-Shirt, was ich gerade anhab, Weyand Yutani Corporation, Alien 2. Ich war schon damals als jugendlicher Kind, 90er Jahre, auch schon immer rebellisch aufgeweckt und habe ich immer so gedacht, so Alien 2, was sie gesagt ist, wir eben von einer Firma, von einem großen Konzern geredet. Alien 2 kommt, wird ein bisschen näher erläutert. Da wird auch gesagt, es gibt nur vier Mega-Machtkonzerne auf diesem Planeten. Alles privatisiert. Die Armee, die United States Colonial Marines, ist eine private Institution gemietet, gekauft, unter anderem von Weyand Yutani. Wie die anderen Machtkonzerne haben, heißen, weiß ich, habe ich mir auch aus Großbritannien gekauft. Das ist so ein Fan-Nerd-Buch. Da steht alles drin. Aber ich kann nicht so gut Englisch. Ich habe Jacke wie Hose. Es läuft drauf hinaus. Ne? Also, ne, also Mega-Machtkonzerne, Geld wird verboten, also hier, ne? Hab ich auch was Geiles. So, ich da letztens, das fing schon vor Corona so an, also auch die Sparkasse, Spaßkasse, ja, hier Sparkassenhurensohn, ne? Ja, ich bin halt noch bei der Bank und ja, das läuft das in diesem System nicht. Egal, will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Ich habe also, es gab neue Regelungen, dass die jetzt an der Kasse nicht mehr Kleingeld auszahlen können. Oder, es gab irgendeine Scheißregelung, gibt es ja jetzt so. Ich da am Rumfluchen, richtig laut geworden. So auf meine rebellischen Art und Weise. Eine alte Dame hat mich angegrinst, fand ich richtig geil, weil sie jetzt verstanden und sie wusste auch. Ja, eine alte Dame. Hier, fuck WDR. Ja. Oder fuck öffentlichen Rechtlichen, die meine Großeltern beleidigt haben, wo meine Großeltern, meine gesamte Familie gegen Nazis war, gegen Uniform, gegen Militär war. Obwohl ich jetzt gerade so trage. Also mein Großvater hat es immer gehasst, wie ich mich gekleidet habe. Aber ich habe es aber trotzdem aufgenommen so und ja, es war nicht geil, wie die alte Dame dann mich lachend, grinsend anschaut und ich habe es verstanden und sie jetzt auch verstanden und ne? Ja, und wie soll ich jetzt einen Obdachlosen draußen Geld geben, dass ich was zu fressen kaufen kann? Ja, du kannst ja nicht in McDonald's rein und da mit deiner Karte einen Burger holen. Ja, versuch das mal hier in Ostfriesland, irgendwann Sonntagabend oder Freitagabend um 2100. Findest du Obdachlosen, die dir gerne mal was geben willst? Wie willst du ihnen jetzt Geld geben? Wie willst du was zu fressen geben? Ah, Sparkasse, Spaßkasse macht dann eh dicht. Dann hänge ich hier so dumm rum, komm eh mit. Ich habe Kreditkarten, alles toll, 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 komm hier aber nicht ran. Aber das Bankensystem, das ganze IT-System, wie es aufbaut, aus dem letzten Jahrtausend stammt, funktioniert noch. Okay, gut. Ja, ist auch so eine Geschichte für sich. Will ich auch nicht weiter darüber erläutern. Ich meine, die es wissen, viele von meinen Abonnenten, okay, ihr wisst es wahrscheinlich auch, wie der Hase draußen läuft, wie die IT-Systeme funktionieren. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, wo wir reinrennen. Ich drücke es immer noch da aus. Ich fühle mich genauso wie meine Urgroßmutter und hast dich gesehen, 1933, Anfang der Faschistenzeit. So fühle ich mich jetzt auch. Wir sind gerade in dieser Chaoszeit, in der Übergangsphase. Was passiert? Ich kann es auch sagen. Klar, vielleicht wird auch das Licht gewinnen. Das wäre geil. Das wäre außer Frage. Das wäre total geil. Aber auch nur ein nächstes Problem. Die eigene Erleuchtung, das Resümee über das eigene Leben. So, wenn da draußen das Paradies entsteht, ja, was alle so prophezeien. Ja, mein Leflü. Dann dürfte ich nicht mehr reden in die Old Paradies.
ein bisschen platter schon, ja, ich bin halt aus Friesland so, ne? Nee, da darf ich nicht mehr rein ins Paradies. Warum darf ich da nicht, warum darf ich nicht mehr ins Paradies rein? Nach bewussten 25 Jahre Leben, 30 Jahre Leben, ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre alt, baue ja 1980. Alles Böse, was ich gesehen habe, und ich habe auch danach gesucht, auch was in der eigenen Familie passiert, ist auch eine Menge Murks passiert, aber das ist eine andere Geschichte, das ist auch, da geht die gar nichts von an, ne? Es geht euch gar nichts von an, ist auch nicht Bestandteil dieses Videos jetzt. Aber ich habe eben Dinge erlebt, gesehen, ich kenne das böse Menschen, ich kenne auch meine eigenen Dämonen, ich weiß auch meine eigenen, wie fies und bösartig ich sein kann. Aber da genau das hier oben drin ist, weil ich das weiß, weil ich das sehe, darf ich ins Paradies nicht rein, weil ich will das Paradies wieder zerstören und verseuchen, nur mit den Gedanken, der mir drin ist. Dann mache ich so wie Mad Max, steige in meine verrotteten Karre ein und fahre rüber ins Wasted Land, ins verdorbene Land. Da, wo ich hingehöre. Ja, wenn diese Elitenschweine, diese ganzen Satanisten, Hurensohn eins geschafft haben, ja. Dass ich das Böse gesehen habe. Aber eins habe ich gewarnt, ihr Rockefeller, ihr Rothschilds, ihr anderen Wichser und wie sie nicht alle heißen hier. Was ich gerne machen würde, euch töten. Und das sage ich so vom Herzen, wie es wirklich wahr ist. Ihr habt mich zu dem gemacht. Aber ich war ja schon immer rebellisch. Das hat nicht ganz normal funktioniert. Und es hat so weit funktioniert, dass ich jetzt mittlerweile euch killen würde. Ich bin der Henker, der am elektrischen Stuhl oder an der Waffe den Hahn umdreht, den Trigger, schau schon wieder Englisch, den Abzug betätigt oder beim elektrischen Stuhl den Schalter umlegt. Weil es für mich eine Genugtuung ist, wenn ich das sehe, wenn das Böse brennt. Ja, es gibt Menschen, die wollen die Welt am liebsten brennen sehen. Ja, ich gehöre teilweise mittlerweile auch, teilweise auch schon dazu. Aber ich sag mal, da ich jetzt so viel Böses erlebt habe und diese Macht auch zu nutzen weiß, würde ich gerne diese Macht nutzen, dieses Böse auf dieser Welt zu töten. So richtig zu killen. Mit meinem Wissen, das, zum Glück bin ich kein Terrorist geworden. Jesus. Ja, was wäre ich denn dann, wenn ich jetzt Amok laufen würde, mit meiner Aufmachung, Klamotte her so? Ja, Rechter, Nazi, das ist Nazi. Nein, ich bin der militante Amokläufer. Ja, ich werde natürlich nicht eintreten. Aber es ist ein Teil von mir. Und es ist da. Es ist vorhanden. Natürlich werde ich es nicht ausleben. Ich werde wahrscheinlich 60, 70 Jahre alt werden und es wird nichts passieren. Klar, logisch. Moral und Ethik haben meine Eltern mir auch beigebracht und daran halte ich mich auch, absolut. Aber wie gesagt, wenn das Chaos hier losgeht und das Böse meint zu siegen, ich bin noch schlimmer. Ich bin noch viel, viel schlimmer. Denn ihr habt es mir beigebracht. Und ich setze es um. Und ich habe es auch immer wieder mal umgesetzt. Denen mal die Fresse eingehauen. Da haben sie sich auch so wunderschön aus. Ja, also, ja, ich sehe toll aus. Zähne kaputt, das kaputt. Ich habe hier und da. Ich habe mir den Kopf angestoßen. Ich habe mir meine Meinung gesagt. Oh, bin ich jetzt auch ein Faschist, weil ich meine Meinung durchgetüdelt habe? Ja, ich weiß es auch nicht. Das war eine andere. Sollen andere über mich entscheiden. Ja, hey Moi, verrückte Zeiten, so echt verrückte Zeiten. Ach ja, stimmt, ich denke gerade so, ich muss gerade so an einen meiner Abonnenten auch jetzt, ich denke mal, die kann ich auch zum Freundeskreis, Bekanntenkreis hinzufügen, Elektronik mal einfach, er redet ja ganz gern von Effizienz und Nachhaltigkeit. Und jetzt gerade, wo ich jetzt über ein Kfz verfüge, Effizienz. Ja, was ist denn effizient? Wir haben so ein scheiß AGR-Ventil, Abgasrückführung, scheiße. Ey, der Motor frisst seine eigene Kacke. Wenn dieser Verbrennungsmotor perfekt, also effizient arbeitet, ich mach das Scheißding tot. Das AGR-Ventil ausbauen, hau ich eine Platte drauf und dass der Motor seinen eigenen Rotz nicht mehr frisst. Katalysator rausschmeißen. Motor nicht gut. Der Motor arbeitet nicht effizient. Der Verbrennungsmotor an sich, der Automotor. Ich rede nicht vom Diesel. Der Diesel, wie gesagt, funktioniert wieder ein bisschen anders. Aber ich will so in die Technik reingehen. Aber von meinem Verständnis heraus, mache ich mal die ganze Scheiße raus. Ne? Und Katalysator rausreißen, eben Dings muss reinsetzen. Wie heißt es normal hier? Attrappe. Oh, ich kriege mehr PS. Die Karre jetzt momentan 133 PS. Dann hat er jetzt. Ja, gut, viel PS gibt es, ist auch kein Tuning, oder? Nein, aber es geht dem Motor einfach nur besser. Wohin haben wir jetzt mal nach Schau? Oh.
Sorry, voll drauf gehauen. Wo ihr mal schauen solltet, Feinstaubbelastung. Jetzt auch, wo die ganze Corona-Scheiße ist, weniger Verkehr. Feinstaub wird aber auch nicht weniger, ne? Und hier, guck mal den Himmel an. Wie sieht der Himmel jetzt gerade aus? Der Himmel sieht, ja, jetzt geht's gerade. Aber die letzten Tage waren echt so ein bisschen komisch, so, weil wie, ja, ihr kennt das ja, den Begriff so Chemtrails, da Global Dimming, Geoengineering, bla 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 bla. Und letzten Tag war der Himmel wieder ziemlich komisch dicht. Da geht die Feinstaubbelastung hoch. Das war schon hier, ich habe schon so ein paar, ja, Webseiten, Dings muss mir abgeklappert und die Belastung geht nicht runter. Ja, ist auch kein Wunder, was die Schiffe und die Flugzeuge da raushauen. Auch die Geheimnisvollen, die Militärflieger. Warum zum Teufel ist da oben der Himmel immer so komisch, so nicht azurblau, wie er sein sollte? Anfangs der Corona-Krise, da bin ich auch rausgegangen und habe gesagt, ja, so ist der Himmel, wie ich es damals als Kind noch kannte. Azurblau. Kein Streifen, kein nichts da. Ja, wollt ihr jetzt auch sagen, dass ich ein Lügner bin? Ich habe es doch selber erlebt als Kind. 80er, 90er. Der Himmel sah ein bisschen anders aus als jetzt. Ja, was ist da koscher, nicht ganz koscher. Fick die Henne. Verarschen könnt ihr andere, aber nicht mich. Ich habe eben, wie gesagt, ich habe Dinge gesehen und mit reinem Bewusstsein, ohne Drogen, ohne Sauferei, ohne irgendetwas. Pff, wollt ihr mich jetzt auch als Lügner dastehen? Ich habe schon meine Großeltern, habt ihr schon als Lügner dargestellt. Ja, Umweltsau und keine Ahnung was. Was, wo ich noch mit aufgewachsen bin? Meine Brüder, Windeln. Ihr habt noch diese komischen, oh Gott, hier, die Auswaschbahn, also hier. Von der Urgroßmutter noch, ja, ich bin Burenkind, du. Ich komme aus Amazon Filsum. Ja, ein Bauernkind bin ich. Ich habe in der Scheiße gespielt, ja, mit Tieren rumgetüdelt. Ich bin mit aufgewachsen. Ich bin kerngesund. Ich will auch weiter kerngesund bleiben. Selbst meine Großeltern, ich meine, die würden wahrscheinlich auch nicht an Corona verrecken. Ja, was gibt's da anderes da? Ich meine, HIV, wie die ganze Scheiße nicht daraus. Es gibt viel größere Seuchen, die seit, weiß Gott, wie viele Jahren hier nicht auf diesen, oder Jahrzehnte auf diesem Planeten grassieren. Rede jetzt aber kein Schweinfall, aber jetzt, ne? Das Worte waren angebracht. Na, wie gesagt, die wollen auch was verändern. Ah, je, oje, oje, oje. Drein, ade, de, dö, dö. Ja, ich würde mal sagen, ich komme dann so langsam zum Video-Ende, ne? Und, ja, Leben zeigt und so. Ich mache, wie gesagt, immer das, was ich machen will. So wie es ist. Ja, meine Leute, ich würde mal sagen, hier, fuck auf Mainstream, fuck auf alles so. Ja, nicht fuck auf alles. Klar, ich bin jetzt nicht ein Mensch, der jetzt sagt, so von wegen Moral, Ethik, daran halte ich mich logischerweise. Das Zwischenmenschliche, danach suche ich auch, danach, ne, logisch. Aber ansonsten so hier, fuck. Fick auf die Regierung. Ah, doch, habe ich da eins zu sagen. Was ich immer so geil finde, wo alle brüllen, Merkel muss weg, Merkel muss. Aber seid ihr so dumm? Ey, wie verkorkst seid ihr überhaupt? Wenn die Frau Merkel weg ist, Frau Doktor, die hat ja einen Doktortitel. Ich glaube, in der Physik, irgendwo hat sie einen Doktortitel. Ne? Die kleine Fotze. Habe ich das gerade gesagt? Ja, habe ich gesagt, genau. So, hat sie einen Doktortitel. Ach, die Regierung, ich traue dir nicht. Ich werde dir nicht trauen. Was sagte Kirk nochmal gegen Klingonen? Ich habe ihn nie getraut und ich werde ihn nie trauen. Nachdem sie David, seinen Sohn, getötet haben. Ja. Ist auch so schön, ne? Und sagen ja auch die Politiker-Wichser, die hier. Ich komme ja noch nicht zum Ende, es geht noch weiter. Die Politiker-Wichser, also die an unserem. Nicht Bankensystem, Gott, wie heißt das mal? Gesundheitssystem rumgefeilt haben, alles günstiger werden. Warum haben sie da im Krankenhäuser Probleme? Jetzt brüllen die Politiker rum, oh ja, ist scheiße, unser System ist überlassen. Ja, weil ihr unser Geld weggenommen habt. Und jetzt brüllen diese Politiker wieder. Ne? Das ist ein Rudelbumsen da oben in der Politik. Ja, da ist auf einmal ein Wirtschaftsminister, wird auf einmal hier. Was kann er werden, wenn er sich hochgefickt hat? Wenn er mit kleinen Kindern gefickt hat? Hier mit kleinen, ne? Da wissen wir ja. Ja, was will er dann hier? Wirtschaftsminister kann zum, wie heißt das mal, im Militär, hier, was soll hier, im Aufsichtsrat oder so landen oder keine Ahnung was. Er ist doch hochgeficke da oben. Das ist genau, was ich hier in Leer und Mormeland etc. so sehe. Ja, hier ist Vetternwirtschaft. Alle reden sie über hier Nordkorea. Oh Gott, da wird ja so viel, alle, es sind alle böse da drüben.
Da drüben, das sind alle böse und Korruption, das ist so gefährlich. Ja, der Deutsche, wenn der mal Korruption betreibt, das sehe ich hier, was hier los ist. Ja? Lea aus Ries, das war mal eine schöne Stadt. Es war einst eine schöne Stadt. Jetzt ist nur noch eine Hochburg von korruptionsgeilen Hurensöhnen. Ja, ist auch hier oben. Auch hier oben. Da redet bloß keiner drum. Da snacke ich immer viel drüber. Hier herrscht eine Menge Korruption. Das hat der Deutsche richtig pervers perfektioniert. Aber hauptsächlich über die Russen rummeckern, über die Nordkoreaner rummeckern. Ja. Ja, die Nordkoreaner. Ja, die Nordkoreaner, die haben jetzt auch ja seit neuestem Kirmes und so, ne? Riesenrad und so. Aber wenn hier Fußballweltmeisterschaft und Scheiß hier in Deutschland ist, was dann für Gesetze durchboxen, wo ihr gar nichts von wissen sollt? Brot und Spiele? Ja, war schon, ne? Ja. Aber Nordkorea ist böse. Ja, ne? Hat Atombomben und so. Müssen wir mal Gedanken machen, was ich auch. Bisschen recherchiert habe. Ich hoffe, es stimmt. Ich meine, sollte ich auch selber nachschauen. Aber ich meine auch, dass es stimmt, dass Uranium, Plutonium, also hier die Uranerze, Dings der Bums da, einen höheren Stellen, also einen höheren Wert als Gold haben. Ja, muss man sich auch mal Gedanken drum machen. Warum hat es einen höheren Wert als Gold? Gold ist mächtig, ne? Nein! Uranium 235, oder? Ich glaube, ne? Also, ja, ich bin kein Kernphysiker, kein Dings der Bums da, aber so ein bisschen Plan von Materie habe ich, meine ich. Ups, nicht auf die Hupe. Habe ich ja auch so und es ist teurer als Gold. Gold ist nicht alles, was glänzt. Nein. Nimm ihn, der Flü, so schüchtert Utu und er anes. Ja. Ich bin überlegen, ob ich mir morgen mal hier ABC-Schutzanzug anziehe. Dann nach Kombilatsche. Weil man vor der Tussi der Sicherheitsbeamten steht. So, jetzt bin ich sicher. Ach nee, Quatsch. Ha. Was ich auch so geil finde, alle ziehen sich ja Masken auf. Und gerade an die Männer, ne? Wo ist jetzt gerade hier ein Fehler im Bild? Ja, nicht ich. Ja, vielleicht schon. Egal. Hab ein Bart. Ha, hab ein Bart. Den muss ich mir aber abrasieren. Wenn ich eine Schutzmaske aufsetze. Ja, ich muss abdechten. Eine Haut ansetzen. Ich hab ein Bart. Bringt nichts. Ich kann noch so tolle ABC-Schutzmontur haben. Ich gehe trotzdem durch, ne? Du kannst einen Bleistift durchstecken. Du musst dich hier, ne, quasi komplett rasieren, ne? Ganz Körper rasieren und so. Da finde ich auch so lustig, ja? Alle vor 2 Jahren so, ja, was willst du mit so einem ABC-Schutzanzug? Warum hast du die, ich hab alle so einen Kram zu Hause. Ich bin ein Sammler und Militarier und bla bla. Hey, jetzt keinen Scheiß will ich gebrauchen. Jetzt nutze ich das. Und alle mich an, Kalle, wozu brauchst du den Scheiß? Ja, nur sammeln. Jetzt brauche ich ihn komischerweise wirklich. Und kann ihn auch als Juxtelerei mal wirklich nutzen. Ja, aber wie gesagt, an euch Männer, hier, eure Frauen, die auch einen Frauenbart haben, gibt es ja auch. Hier, ne, alles glatt rasieren und deine Maske aufsetzen, dann bringen die auch was. Und auch, was ich so in YouTube und die Medien hier in den Dings so sehe, wenn ihr mit ihr selbst gebastelten Masken da rumlassen. Sag mal, blöde Seil, ne? So richtig dumm, so richtig regelkonform. Und CO2 ist auch gefährlich. Ja, jeder, der draußen mit Handschuhe und Maske rumrennen sehe. Das ist ein regelkonformer Vollidiot. Das ist ein dummer Mensch. Ganz einfach. Jetzt kann ich noch besser die Spreu vom Weizen trennen. Wie ich schon am Anfang dieses Videos schon gesagt habe, wo die Mainstream, die Medien mit hochkamen, ja, ihr müsst euer Handy sauber machen. Aber von Lenkrädern, Türschlössern etc., da redet keiner von. Selbst die Bedienelemente in meinem Kfz, Gangwählschalter, Handbremse, meine Armlehne. Wenn ich mir jetzt am Anfang des Tages, wenn ich morgens aufstehe, so gegen 8, 9 Uhr, und mir dann so eine, ich würde mal sagen, eine ultraviolette reagierende Flüssigkeit an den Händen ansprayen würde, die auch durch Waschen nicht wirklich abgeht, und dann mal durch meine Bude laufe, das Auto benutze, mein Fahrrad benutze, über alles benutze, was ich besitze, ja, was meinst du, wie verseucht die ganze Umgebung ist? Das kannst du nicht aufhalten. Nee. Der müsste schon wie hier bei IBM oder Cyrix, ach, die gibt es ja gar nicht mehr, Cyrix. Hier im EDV-Zentrum hier, wo Festplatten im Rheinraum gebaut werden. Da ist die Chance, wo es wirklich Corona-frei sein wird. Oder in der Festplatte selber, da ist es sauber drin, ne? Ja. Ja. Oh, was cool ist am Rande. Da ich jetzt eigentlich wieder ein Radio im Auto habe, ich kann meine coolen alten Kassetten, die ich als Kind gehört habe. Raumschiff Enterprise, wenn ich sehe, und ich kann endlich meine alten Tapes im Auto hören. Cool. In amerikanischem Auto. Sorry. Ja, ich rede mit meinem Auto. Ich mag es aber mittlerweile nicht. Das hat ein paar Finessen, das Deutsche nicht so hinkriegen. Und das für 1999.
Ich weiß ja nicht. Ja, genau. Zum Beispiel, ja, egal, es kommt, gehört jetzt nicht hier rein. Also nicht in diesen Videos, will ich immer mal ein anderes Video mal erzählen, so halt. Weil es ist jetzt so. Ich muss es auch mal gesagt haben, ne? So Corona und die ganze Scheiße und so. Ja, wie gesagt, ich mache weiter wie bisher. Ja, stimmt. Ein Wort haben wir noch ganz angebracht. Nehmt eure Handys bitte nicht mit raus, also eure Smartphones oder die mit GPS-Modulen. Oder verwendet, ihr müsst auch aufpassen, Autos, Kfz ab. Ich meine zu wissen, dass ab. Fällt auch wieder einer rum. Baujahr 95, ich glaube, da fing es auch so an, dass sie über GPS-Module, ob die jetzt aktiviert oder nicht aktiviert sind, in den Blackboxen hier, in den Modulen der Autos hier zu verbauen. Wobei ich heute ja jedes Auto hier, wie heißt es nochmal, GPS-Module hat in den Reifen. Damit sie auf, wenn Reifen produziert werden, damit sie schneller wiederfindest, im Lager, beziehungsweise im Produktionsdings in der Firma hier, haben sie überall GPS-Gerotze drin. Oh, genau, ich montiere gleich meine Reifen ab und dann fahre ich ohne Reifen. Hä? Ich weiß, ich bin völlig blöd. Nein, aber trotz alledem, überwacht werden wir schon, aber man kann die Überwachung ein bisschen minimieren. Jedes Mal, wenn ich Auto fahre oder zu Freunden fahre, weiter entfernte Freunde, wenn ich hier rausgehe, sind die Distanzen halt ein bisschen größer. Prost Mahlzeit. Ich nehme mein Handy nicht mit. Nö. Das Smartphone. Handy, Smartphone, ja, deutscher allgemeiner Sprachgebrauch. Ja, so ist es halt. Nee. Wie heißt es schön? Ich schnüffle lieber an einem Strich 8er, einen alten Diesel. Da schnüffle lieber hinten am Auspuff dran. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schädlich. Was da von oben kommt, ist viel, viel schädlicher. Aluminiumsalze, Barium und was da nicht für ein TINF drin ist. Ja. Ah, ich glaube, das ist jetzt gewesen. Ich glaube, das wird langsam eines meiner längsten Videos. Eine halbe Stunde lang ist es mittlerweile schon so. Ja, das wäre jetzt Sicht aus dem Cockpit des Commanders, der Superstau. Ich bin der Commander. Ja? Oh, der hat einen geilen alten Granada gehabt. Ich will eine Granada haben, da ist Bock drauf. Da sind ja alle im Osten weg, ne? Die ganzen Molukken kaufen die Karren. Hier in Deutschland, Hauptsache, ja, genau, Automobillobbyismus. Die Automobilmafias hier in Deutschland ja richtig extrem. VW, Audi, VAG, Aktiengesellschaft. Ja, die Bastarde. Ja. Hat schon seinen Grund alles so irgendwo. Hat alles schon seinen Grund. Auch dass sie in den USA eins auf die Fresse gekriegt haben. Ja. Automobillobbyismus hier in Deutschland, Vetternwirtschaft, Korruption, hoch drei. Aber Hauptsache, oh, Nordkorea. Und da Nordkorea. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja. Ja, was glaubt jetzt selig? Also ich glaube das schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, seit Dekaden glaube ich da schon nicht mehr dran. Ja, zum Glück war ich schon immer Rebell. Ich war ein auffälliges Kind in der Schule. Ja, Sonderschüler. Ja, ich war Sonderschüler. Aber ich bin nicht blöd. Ich weiß es. Ich habe auch mein Intelligenzquotienten wurde. Oh Gott. Ja, Klugscheißerei, bla bla bla. Damals 1995 oder irgendwas mit 100, 120 oder so gemessen. Keine Ahnung was. Aber ich war trotzdem Sonderschüler. Weil ich nicht regelkonform war. Ja, überhaupt nicht. Will ich auch nie sein. Glaubt ihr, dass ich intelligent bin? Nein, nein, das war's. Ja, so ist das, so ist das. Ja. Ich denke gerade zu LED. LED. Auto, Auto, ja. Wissen Sie, wo LED wichtig sind, interessant sein können, hier im Auto, wegen Energieverbrauch und Batterieschonen etc. Ihr werdet belogen und betrogen, seit ihr lebt. Diese Feudalwirtschaft, ganzes System, seit es existent ist, seit ich lebe, das ist eine riesengroße Verarschung, das ist ein riesengroßes Zirkus da draußen. Ja? Warum passt mir diesen verdammten Flacherdlern auf? Ja, die reden an sich, reden sie von unseren Themen, von meinen Themen, meinen sie sind aufgeweckt, aber kommen sie mit Flacherdler-Themen und drehen sie sich wieder komplett um. Ob da was dran ist, weiß ich nicht, ist mir scheißegal, aber es sind eine Menge Vollidioten darunter. Ich hasse sie sowieso. Ja, so ist so, wie es ist. Es gibt Leute nicht, wie ich die Schnauze einhaue. Wie ich auch schon Anfang des Videos gesagt habe, ich bin euer Henker. Ja, ich töte euch. Ich töte die wirklich wahren Bösen. Weil ich selber auch böse bin.
ob das Böse dadurch auch erkennen kann. Ich lasse mich nicht sagen. Wenn mir ein Bild kommt, kriegst du auf die Fresse. Kriegst auf die Fresse. Aber so einfach ist das. Bam. Mittlerweile bin ich 40 Jahre alt und ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, so, nö, jetzt erst recht nicht mehr, nur lass ich mir nichts mehr sagen. Ja? Auch genauso gut so sagen sie, ja, du bist ja Hartz IV, aber du machst kein Geld und so und lebst ja auf hier. Weißt du was? Und du bist regelkonform? Du riechst immer danach, was CDU, FDP, AfD, bla, was jetzt Politiker Hurensöhne sagen? Nö. Ich bin Freiberufler. Ich arbeite schwarz, ich mache für Freunde, Verwandte, Bekannte, Familie. Dafür reise ich meinen Arsch auf, dafür arbeite ich. Ich mache vielleicht Hartz IV, aber ich hab keine Freizeit. Urlaub habe ich auch. Wann habe ich zuletzt Urlaub gehabt? Wann habe ich wirklich meine Seele mal baumeln lassen? Keine Ahnung. 98, wie meine Eltern in Frankreich waren, das war auch eine coole Zeit. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja, ich bin auch gerade überlegen, so, wann habe ich wirklich mal Urlaub oder frei gehabt? Also, wie ich mal Seele baumeln lassen. Habe ich so jetzt, also, kann ich euch jetzt nicht so aus Stegreif heraus sagen, so, weil, wie, das ist schon ein bisschen länger her, so, ne? Nee, für das System tue ich nichts mehr. Steuernzahler, jeder Steuerbetrüger, so. Finde ich geil, mach weiter so. Was werden mit euren Steuern gemacht? Ja, Israel bekommt von unserer deutschen Regierung U-Boote geschenkt, der neuen 212 Alpha-Klasse. Ich meine, dass es die sind. Ja. Einige Regierungen bekommen von uns Deutschen hier Kriegsgeräte geschenkt. Zum symbolischen Wert für ein fucking Euro, ein Pfennig, Mark. Und wer bezahlt's? Ihr treuen Steuerzahler. Ihr seid dafür verantwortlich. Ich nicht, weil ich Hartz-IVer bin. Also ich kann nicht, ich stark, ich zahle keine Steuern. Ja, irgendwie habe ich mal, ich habe auch offiziell gearbeitet. Die Zeit gab's auch. Aber das tue ich jetzt nicht. Will ich auch nicht mehr. Ich habe auch keine Lust darauf. Ich bin des niemanden Knechts. Leibeigner, nichts da. Vergiss es. Hier. Neuer Stinkefinger. Ich bin Rebell. Es hat nichts mit Punk oder sonst was zu tun. Ich lebe nicht in der Drecksbude. Ich lebe. Selbst Katzen. Es leben zwei wunderschöne Katzen bei mir. Und Pünktchen ist wieder da. Juhu. Ich hatte heute Not. Pünktchen war zu lange weg, aber sie ist gerade wiedergekommen. Ach, Gottlob sei Dank. Selbst Katzen sind sauberer. Hunde sind teilweise auch sauberer als Menschen. Menschenmüll. Ach, verdammt, ich gehöre diese Spezies auch noch selber an. Murks. Das ist aber echt nervig, wenn du selber feststellst, über dich Menschen aufregst, als Misanthrop lebst und dann feststellst, ach scheiße, du gehörst diese Spezies auch noch selber an. Ah, das ist so ein bisschen doof, ne? Dieses Scheißendreck. Verrückte Fickschnitzel, batz mein Bier an! Ist nicht! Vergiss es, Junge! Ja. Ja, zum Glück hatte ich aufgeweckte Eltern. Hat sie? Hab ich. Mama und Papa so, ne? Meine Eltern. Ja, was haben meine Eltern gemacht? Sie knüppeln sich immer noch kaputt. Mein Vater ist kaputt, mein Großvater ist auch kaputt. Beide Seiten. Mütterlicherseits sind Holländer. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitstechnisch hergekommen. Ja, muss auch bedenken. Ja, wenn ihr sagen wollt, du bist Nazi, so, ne, ich habe holländische Verwandtschaft. Oh ja, und noch was. Keiner hat die Absicht, die Mauer zu errichten. Meine Familie wurde 1961 zerrissen. Ja? Dankeschön hier. Mauerbau und so. Ich hab Filme im Osten, jetzt rief durch. Familie im Osten gehabt. Die sind mittlerweile völlig dekadent und völlig ausgerastet. Wir haben zwar in den Familienteils, aber abgetüdelt, weil die sind völlig. Ist auch Jacke wie Hose. Geil, auch nichts von an, ne? Ich kann mich daran erinnern, auch an die Fotos so. Auch genau, wie die Grenzen offen waren. 1991, ich war hier nicht Auschwitz, ja, Buchenwald. Ja, ich war in Buchenwald. Weißt du was, ich habe mich als Kind da gesehen habe? Durchschossene Herzen. Ja, ausgestellte Gläsern. Ich konnte auch in den Mausoleum, in den Krematorium, konnte ich noch das verbrannte Fleisch von Menschen riechen. Ja, das konnte ich immer so riechen. Buchenwald. Ja. Also fickt euch, ihr kommt mir nicht mit der Nazi-Keule kommen, nicht bei mir. Und meine Eltern werden euch noch die Fresse einhauen. Meine Mutter knallt die eins in die Schnauze. Meine Mutter ist ein Mannsweib. Ist geil, die haut die mit der Faust in die Fresse. Mein Vater grinst auch und tritt noch nach.
Ja, danke, Mama, Papa. Ja, zum Glück habe ich das so. Zum Glück ist es also, wie es ist. Zum Glück bin ich so aufgewachsen. Zum Glück haben es meine Eltern auch geschafft, dass ich nicht hier Mainstream-konform geworden bin und hier an den scheiß Nabel der Welt hänge. Ja? Die Welt am Draht und so. Bla 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 bla. Guck dir mal ein paar Filme aus den 60er, 70er Jahren an. Da gab es echt geile Filme und so. Da gab es echt coole Filme. Ja. Stimmt. Aber was gut zum Abschluss so. Star Trek. Ich bin ein Star Trek Freak-Fan. Ja, Freak ist auch falsch. Fan. Fan kommt von Fanatisch. Ich bin kein Fanatiker. Ich mag Star Trek sehr gerne. Science Fiction und so hat mich schon immer berührt. Star Trek Discovery und Star Trek Picard. Was ist das für eine Fick-Scheiße? Weißt du, wie die da reden? Wie die sich ausdrücken? Star Trek, The Next Generation oder das Raumschiff Enterprise aus den 60ern. Sie haben eine ganz andere Aussprache. Das hat man wirklich gehört. Das war wie ich das 23. Jahrhundert. So, wie jetzt mittlerweile bei Star Trek Picard oder Discovery reden, so wie wir jetzt auf der Straße. So ein Ghetto-Slang haben sie mittlerweile drauf. Ich akzeptiere das schon lange nicht mehr. J.J. Abrams kriegst du auch auf die Fresse, du Hurensohn. Michael Bay auch auf die Schnauze. Ja? Ich akzeptiere es sowieso nicht. Das neue Star Trek hat für mich nichts mehr zu bedeuten. Ricardo Montalban, ich weiß, ich kann den Namen nicht ausdrücken, als Khan. Das war für mich der richtige Kahn. Kirk, ich will dich jagen. Um die Monde von Nibia. Und im Antares-Mahlstrom, ich will dich jagen. Kirk. Sein geiler Ausdruck. Oh, ich kriege wieder Gänsehaut. Ich liebe es. Die Schauspielkunst, also das, was Schauspieler wirklich konnten. Das kannst du heute vergessen. Das ist alles Pussys. Pussys seid ihr. Viel zu hoch bezahlte Schauspieler mit Gagen und keine Ahnung und regelkonforme Arschlöcher. Wobei ich will den Chat aber auch nicht machen, das ist auch ein kleiner Bastard. Ich muss sagen, ich mache ja auch nicht. Also, ich kann differenzieren zwischen der fiktiven Person Kirk, James Tiberius Kirk und William Shatner. Ich mag Shatner überhaupt nicht. Er ist ein Arschloch, ist ein kleiner Bastard, ist er. Kleiner Wichser. Leonard Nimoy, er war cool. Er ist ein cooler Typ. So. Oder Jim Carrey. Jim Carrey kann ich empfehlen. Geiler Typ, ey. So ein geiler Typ, ey. Fand ich auch gestern so, ich glaube, ich komme immer noch nicht zum Ende. Wir sind schon eine dreiviertel Stunde hier am Snacken im Auto. Und ich komme immer noch nicht weiter, ne? Scheiße, 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 scheiße. Nee, Jim Carrey, ja, also was ich so im Dings gelesen habe. So, what is wrong with Jim Carrey? So, und solche Slogans, das erwische ich so bei YouTube. Ich bin viel am YouTuber rumglotzen und so. Wollen Sie auf einmal, oder wenn Jim Carrey mit so ein paar guten Aussagen kommt? Ich verstehe sie, ich begreife es. Ihr Aufgewachten, auch viele meiner Abonnenten so, ja, ihr wisst was mit Jim Carrey ist. Der Typ so, er ist voller geile Typ, er ist voll drauf. Ja, wenn ich eine Frau will, ich ihn ficken, ich will ihn knutschen, so, willst du mich heiraten? Bist ein geiler Typ. Auf jeden Fall. Michael Jackson, das habe ich nie beachtet. Ne? So, also Michael Jackson war einer der ersten in meiner Jugend, Kinderzeit, die mich gewarnt haben. Michael Jackson hat mich gewarnt. Ja? Nun ist er dood. Nun ist die eure Jung dood. Man kann sagen bei ihnen, was man will. Auch Klaus Kinski, da ist ja auch so. Ich liebe den Kerl. Würde Klaus Kinski jetzt vor mir stehen, würde ich ihn schnauzen, weil ich immer hasse den Typen. Aber ich hasse, ich liebe ihn auch gleich so. Ich habe als Kind viele Filme von ihm gesehen. Fitzgeralds und wie sie nicht alle heißen. Einer seiner letzteren Filme, wo er dann in den USA war, halt, also hat er auch, glaube ich, das ist, glaube ich, auch der Schauspieler, der in den ersten Teil von Critters diesen Dummen gespielt hat. Der hat auch mit Klaus Kinski und den Androiden-Film gemacht. Vielleicht könnt ihr mir helfen und ihr findet den, ich habe den Namen vergessen. Aber ich kann auch irgendwie, glaube ich, im Netz nachschauen, da finde ich den Film auch raus. Nee, aber das ist so, ne? Klaus Kinski ist auch eine geile Persönlichkeit. Und ich sage, so wie sie ist, ich glaube, der war. Nee, ich glaube nicht, der war intelligent, der war hochintelligent. Was ist das für ein Auto? Hört sich an wie so ein Peugeot-Motor. Ja, ich habe noch einen Zweitwagen, den ich mir irgendwann gerne wieder aufbauen möchte, ein Peugeot 205 war. Und ich kenne die Motoren, diesen gewissen Klang, was die Franzosen so haben. So. Die Peugeot 205 ist ein geiles Auto. Ich liebe die Karre, absolut, ist ein geiles Teil. Früher war ich so auch so Mainstream-Fan, so, ja, ich muss eine große Limousine haben. Was war ich jetzt? Ich fahre Mittelklasse, Kleinwagen. Also dieser Chrysler Neon gehört in der meines Baujahr 99. Vergleichbar mit Golf 3, Golf 4. So gehört da rein. Aber bedeutend besser ausgestattet.
Und ja, auch von der Quantität. Qualität jetzt nie, aber von der Quantität her. Also zum Beispiel, ich so, ich weiß, ich glaube, ein Golf wäre schon längst abgefackelt, hätte überschlagen, wäre in Flammen aufgegangen. Ich war echt so dusselig, ich war auch ziemlich angenervt. Batterie leer, so, ich krall meine andere Batterie und Auto starten. Ich verpol die Scheiße aber. Ich bin auch so dumm gewesen. Ne? Klemm dann hier am Motorblock, hier Minuspolrahmen. Funken sprühen. Ach, sprüht ja mehr Funken als sonst wieso. Egal. Macht aber nicht, was Sache ist. So steigen ins Auto rein, will zünden. Es sind aber Alarmsysteme. Warnblinker sind an. Dauerleuchten. Und ich roch was Komisches. Und da hab ich's kapiert. Bin rausgerannt, hab alles abgerissen, Kabel abgerissen. Dachte so, jetzt hast du die Karre ruiniert. Jetzt ist hier alles hochgegangen. Sicherungskasten abgecheckt. Ihr glaubt es nicht. Es ist keine scheiß Sicherung durchgebrannt. Er hat mich schon komisch gestunken. Ja, ich glaube, ein paar Kabel sind ein bisschen angenagt. Muss ich auch nochmal schauen, ob ich da irgendwelche Macken finde. Die scheiß Karre ist hier angesprungen. Ohne Murren und Knurren. Ein deutsches Auto ist überschlagen, werden Flammen aufgegangen. Das Ding wäre explodiert. Die Karre hier, dieser Chrysler Dodge Plymouth Neon, wurde in Illinois Belvedere oder so gebaut. Der sprang ohne zu zögern an. Ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Ja, ich bin auch so ein Typ, der will auch, ich will auch einen Tankdeckel oben auf. Wäre der jetzt nicht hier angeflanscht, sei schon hier mit so einem Sicherheitsband an der Karosserie befestigt, ich hätte schon längst alles vergessen. Ich bin da, ach so ein Wiefke, du. Ach so ein Wiefke. Ja. Oh, hat mich jetzt auch so aufgeregt. Habe ich mich jetzt auch so aufgeregt. Ja. Wenn ich hier meinen Browser aufmache und im Internet suchen möchte, dann kriege ich hier so Vorschläge und bla bla. Standard, ich glaube, von der FAZ oder irgendeinem anderen fucking hier. Islam, ich sage schon mal Islamzeitung gesagt. Ja, ist es doch auch hier. Faschistenzeitung. Männer, Autofahren, ganz gefährlich, sind böse, sind gefährlich. Ja. Ich bin auch Heizer. Ich rase gern. Ja, ich fahre schnell. Aber. Gestern zum Freund gefahren in der verkehrsberuhigten Zone, in der 30er-Zone. Vor mir zwei ältere Leute auf dem Fahrrad. Wir fahren über diese Wellenkiller-Bodenwellen links darüber. Ist der einzige im Ort gewesen, oben Hesel, Klein Hesel. Boah, Gang raus, bleib stehen. Hinten kommen auch noch ein paar Autos. Mach ihm hier Lichthupe. Lass mal alle vorbei. Alle nett gegrüßt so. Entschleunigen, ne? Entschleunigen. Ich, klar, ich fahre schnell. Ich heiz auch schnell. Ich bin Heizer. Ja? Aber. Ich fahre vorausschauend, also vorausdenken, also pff, muss ich ja, aber der Straßenverkehr da draußen, der zeigt den Zustand der Gesellschaft an. Egoismus pur. Ja, wenn ich auch die ganzen Crash-Videos hier, Dashcam-Videos so sehe, wenn so ein Deutscher, oh, du Wichser, hast nicht aufgepasst! Aber selber dieser Hurensohn sieht mindestens in 52 Meter Entfernung, dass das schon einer nicht aufpasst und in seinen Fahrstreifen reinfährt. Meinst du, dass du jetzt gerade abgebremst hast? Du bremst gar nicht ab. Der Typ, der sich mit anderen aufregt, aber er selber bremst sich ab, obwohl er die Gefahrenstelle vor sich sieht, bremst er nicht ab, knallt noch voll drauf. Versicherung zahlt natürlich auch ihn, gibt ihm natürlich auch recht, aber er hat Mitschuld. Ja? Ihr egoistischen Autofahrer da draußen, wie Männlein, wie Weiblein und, ach ja, diverse gibt es ja auch noch, diverse. Fickt euch, es gibt noch Männlein und Weiblein hier auf diesem Planeten. Ja, wenn, dann bist du vielleicht eine Schnecke ist zwittrig. Oder bist du ein Pilz? Ein Pilz wissen wir, glaube ich, immer noch nicht, ob das jetzt ein Lebenstier oder Pflanze ist. Diverse, ihr fickt euch. Gibt's für mich nicht. Männlein, Weiblein, gut ist. Meine Fickfresse. Echt, ey. Eins live Rose Montagsrave. Oh, ein geiles Thema. Ja, ich möchte, was ich bin so dick, dass ich hier ein Kassettenradio im Auto habe. Schön, so halt. Zum Sommer halt gemütlich am Deich lang fahren und dann die alten Techno-Tapes von früher zu hören. Ja, schon cool. Nee. Ah ja, das ist mir auch ein Sinn-Shirt. Also durch den Sinn kommt. Ja, ein bisschen Plattdeutsch halt so. Den letzten offiziellen Job, den ich hatte, war Lagerhelfer. Ich weiß aber, was ich verdient habe. Ein Polizist, also gerade angefangener, Auszubildender, der gerade so im Revier sitzt. Ich habe mehr verdient als er. Die einfachen Streifenpolizisten da draußen. Das sind auch arme Schweine. Oh, ich habe ein Herz für Trucker, auch irgendwo für Polizisten, obwohl ich andauernd mit dem Gesetz im Konflikt liege. Auch wenn ich Scheiße baue oder halt so
Räuber-Gendarm-mäßig und Missbauern gesetzt, aber ich kann auch den kleinen Polizisten. Ich war auch viel auf Demos und eben mit dem. Ja, komm, eben mit dem Snacken, eben mit dem Polizisten Snacken. So. Ah, auch mit den Jungs schon mal ein Bier gesoffen. So. Ich weiß, was da los ist. Was auch so geil finde, ich nehme es auch ganz gerne, so Detroit City. Ja, ich bin auch so, wie gesagt, so Kind früher viel Robocop geglotzt, so Robocop von 87 von Paul Verhoeven-Filme sind geil, auf jeden Fall so. Für jeden Junge, Alter, Paul Verhoeven, voll geil, Alter, zieh dir rein, Alter, zieh dir rein, Junge. So, das war jetzt ein bisschen so halt heutiger, moderner Slang. Nee, aber 1987, weißt du, wie Detroit City jetzt aussieht? Ich hab mich echt erschrocken. Ich beobachte das so ein bisschen. Was damals in Robocop 87 Paul Verhoeven vorgesagt. Genau so sieht es auch aus in Detroit City. Stadt ist kaputt. Ja, Menschen dort. Ah, schon faszinierend, was hier weltpolitisch auf der Bühne abzugeht. Oh, eine Warnung Sauna angebracht. Ne? Peugeot, wenn ich gerade so an Peugeot denke. Iran ist das Land der Peugeot 405er für mich, ey. Wenn jeden Arsch auch Iran angreift, gibt's auf die Schnauze, Junge. Ich will gerne nach Iran hin. Hübsche Frauen dort. Und da fahren sie Peugeot 405er. Und der Iran hat den Peugeot 405 in der zweiten, ja, in der Facelifting-Generation weitergebaut. Die haben die Lizenzen erworben. Da habe ich auch so ein paar YouTube-Videos von Iraner angeschaut, die den Nachfolger. Der hat einen ganz anderen Namen natürlich, logischerweise. Hat aber den Löwen noch drauf. Sieht richtig geil aus. So wie Hongqi Rote Fahne, Audi 100 in China damals. Der wurde in China auch gebaut, in Lizenz. Die sehen geil aus, wurden in mehreren Generationen weitergebaut. Auch genauso nach ihrem Vorbild, also dem Motor und egal, auf jeden Fall cool. Wer Iran-Angriff kriegt von mir auf die Fresse, weil das Land für mich der Peugeot 405er ist. Kann ich für jeden anderen Peugeot-Fan auf jeden Fall empfehlen. Da fahren viele 405er rum. Wenn ihr euch hier T16 haben wollt oder so halt, oder ein SRTi, da drüben sind sie. Als Taxis werden sie auch viel benutzt. Ja, die lieben die Dinger, die sind unkaputtbar, so wie bei uns hier ein Strich 8er Benz. Unverwüstlich, die Viecher. Der Löppen, du. Er ist ein Urwächter, du. Das sehe ich dir. Der Löppen, du. Ja, mein kleiner Ami aber auch. So, ich habe Kehle trocken, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt sind wir hier Laden dicht. So, meine lieben Leute, Recht und Haltung. Das war es jetzt erstmal, ja, von meiner Seite. Das ist das denn jetzt gewesen. Und jetzt hab ich nun voll und ja, Leute, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Und bis denn dann, see you later, Navigator. Tschüss.